Artikelnummer SCP-010. Objektklasse. Sicher. Sonderverwahrungsverfahren. Die Objekte, die SCP-010 ausmachen, müssen in nummerierten, verschlossenen Kisten in einer Hochsicherheitseinrichtung verwahrt werden. Sie dürfen mit Ausnahme von Testsubjekten nicht getragen werden. SCP-010 dürfen nur zu Versuchszwecken aus der Lagerung entfernt werden. Beschreibung: SCP-010 besteht aus einer Reihe von 6 scheinbar identischer gusseiserner Halsbänder mit metallenen Nummernschildern und einer Fernbedienung. Die Fernbedienung ist SCP-010-1. Die Halsbänder werden mit SCP-010-2 bis 010-7 bezeichnet. Sie enthalten verschachtelte elektronische Komponenten und werden mit kleinen 5 mm Durchmesser, 2 mm Dicke, 100 Volt Batterien betrieben. Diese Batterien sind wieder aufladbar. Die Fernbedienung besitzt ein schweres, schwarzes Gehäuse, welches an einen altmodischen, tragbaren Funksender, Funkempfänger, mit einem primitiven, blau-weißen Kathodenstrahlbildschirm erinnert. Weiterhin besitzt sie eine Reihe von über 100 unbeschrifteten Knöpfen und einen Frequenzregler. Durch ein Versuch- und Irrtumverfahren wurden die Frequenzen aller 6 zurzeit bekannten Halsbänder entdeckt. Im Metall ist neben einer Kennzeichnung auf Russisch ein Logo eingeprägt, welches Arbeiter darstellt, die eine Pyramide errichten. Es gibt keine offizielle russische Firma oder Regierungsorganisation, die dieses Logo verwendet oder zu den eingeprägten Wörtern passt. Durch das Anbringen eines der Halsbänder am Hals einer Person wird es einem erlaubt, jede Bewegung mit Hilfe der Fernbedienung zu kontrollieren. Es wird auch ermöglicht, die Ausschüttung von Adrenalin und die Aktivierung oder Deaktivierung des Sympathikus zu steuern. Die abnormste Eigenschaft der Halsbänder zeigt sich in ihrem Effekt auf die Körpermorphologie. Dem Benutzer der Fernbedienung wird es ermöglicht, die Körperform des Opfers in einem Maße neu zu konfigurieren, welches scheinbar nur durch das Wissen über die Programmiersprache der Fernbedienung begrenzt wird. Anhang 010-1. Geschichte. SCP-010 wurde im Keller eines alleinstehenden Mannes im mittleren Westen der Vereinigten Staaten gefunden, nachdem ein örtlicher Vermisstenfall mit ihm in Verbindung gebracht wurde. Als die Polizei das Haus stürmte, fanden sie sowohl SCP-010 als auch mehrere Leichen. Eine der Leichen wurde als besagter Mann identifiziert. Bei den anderen handelte es sich um mehrere weitere vermisste Personen. Todesursache war scheinbar Gruppensuizid. Jedoch gab es Anzeichen für anfänglichen Widerstand. Anhang 010-2. Auseinanderbauexperiment. Test 1. SCP-010-2 wird Teil für Teil auseinandergebaut. Die Einzelteile werden mehrmals fotografiert und anschließend wieder zusammengebaut. Ergebnis: Nach Zusammenbau funktioniert SCP-010-2 weiterhin. Test 2. SCP-010-8 wird auf gleiche Weise wie SCP-010-2 konstruiert. Allerdings werden anstelle von nicht reproduzierbaren Komponenten die möglichst besten angenäherten Ersatzteile verwendet. Ergebnis: SCP-010-8 funktioniert nicht. Test 3. Nicht reproduzierbare Komponenten von SCP-010-2 werden an die korrekten Stellen in SCP-010-8 eingesetzt. Ergebnis: SCP-010-2 stellt Funktionen nach Entfernen der Teile ein. SCP-010-8 nimmt Funktionen auf. Test 4. Nicht reproduzierbare Komponenten werden zurück an die richtigen Stellen in SCP-010-2 gesetzt. Im Anschluss wurden reproduzierbare Komponenten in SCP-010-2 zufällig durch Repliken ersetzt. Ergebnis: SCP-010-2 nimmt nach Rückkehr der Komponenten wieder Funktionen auf. Der Austausch der reproduzierbaren Teile durch Repliken beeinträchtigt die Funktionsweise nicht signifikant. Der Ersatz eines beschädigten Transistors verringerte die Zeit zwischen der Übertragung eines Befehls durch die Fernbedienung und dem Auftreten des Effektes bei SCP-010-2 um 12%. Anhang 010-3. Es hat sich gezeigt, dass SCP-010 am besten zur Schaffung von ungelernten Arbeitskräften anstelle von anderen Dingen geeignet ist. Das Logo ist angemessen. Dr.